Wieso geht er nicht rein? Ich habe ihn getroffen! Verdammt nochmal! Shit! Guck mal, wie wenig der lenkt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute habe ich hier eine Verabredung, auf die ich eigentlich gar nicht so richtig Bock habe. Ehrlicherweise, weil die Verabredung ist mit Jochen Hahn. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, da steht er schon. Er wartet auf mich, hat richtig Bock. Sieht man auch in seinem Gesicht. Aber Matthias. Jochen. Moin. Grüß dich. Warum stehst du so schief? Das müssen wir einmal ganz kurz thematisieren. Ja gut, ich habe ein kleines Handicap eingebaut anhand von einem Hexenschuss, ja, um dir die Chance zu geben, annähernd an die Zeit heranzukommen. Ist die erste Ausrede? Seinerseits. Matthias, Handicap ist erwähnt, ja, aber die Frage ist ja, warum sind wir hier? Das kann ich dir beantworten, weil ich, glaube ich, 2-0 vorne liege in unseren epischen Battles, die wir bei Grip hatten und so weiter. Ne? Das war, also du liegst sehr, sehr weit hinten. Hancock möchte, dass die zwei geilsten Typen einfach einmal eine Challenge auf einem Level machen. Das heißt, zwei gleiche Fahrzeuge, ja, um wirklich mal rauszufinden, wer ist denn der Schnellere. Sieger Samstag, Sieger Sonntag in Oberbring, das heißt zwei Siegfahrzeuge. Also, was machen wir? Was hast du vorbereitet? Ist ja, heute tanzen ja alle nach deiner Nase, ne? Wir machen drei Dinge. Spaß, ja. Spaß, Spaß. Das ist ja. Genieß, genieß jetzt schon weh. Genieß also, einfach diese Klatsche, Matthias, wolltest du gerade sagen, oder? Ja, und ich genieße den Tag. Zeig mir einmal das Auto, bitte. Du hast hier schon meinen Namen hingeklebt, ja, Hammer. Du bist verewigt, Matthias. 6.500 Newtonmeter Drehmoment. 6.500? Newtonmeter Drehmoment. Bei 1050 Umdrehungen. 1100 PS. Guck dir diesen Ofen an. Das Fahrzeug wird sich immer im Power-Oversteer befinden. Somit ist eigentlich eine Fußball-Challenge ein ideales Spiel, um dein Fahrgefühl aus dem PKW-Bereich im LKW zu zeigen. Kann man das wirklich in den LKW-Bereich übertragen, glaubst du? 100%. Der einzige Unterschied sind die hohen Reifen. Und das leicht erhöhte Gewicht. Ja, und die leicht erhöhte Sitzposition. Das erhöhte Gewicht ist für dich halt ungewohnt und die Sitzposition genauso. Aber du spürst das Fahrzeug wie ein Go-Kart, wie wenn du auf dem Asphalt bist. Okay. Wollen wir anfangen? Können wir. Soll ich dich in deinen Truck reinheben? Danke. Komm, ich helf danke, dir. Danke. Komm, ich helf ja, dir gehen wir. Komm, ich helf dir rein ins Auto. Im Grunde bist du ja netter, wenn du mir hilfst. Eigentlich schon. Also ich bin wirklich nett. Kann das Ding umkippen? Das ist meine letzte Frage. Natürlich, ich kann alles umkippen. Was heißt hier natürlich, das kann umkippen? Ja. Wenn ich mit dem Ding im Kreis fahre und Donuts drifte, dann kann er umkippen? Nee, das war nicht die Frage. Die wenn Frage ich war, so Gegenpendler habe, so bam. Und im Leben nicht. Niemals. Wird er nicht umkippen? Niemals. Ich mache mich mal in die Hütte. Da ist er. Ich ja, hab dich gar nicht gesehen. Einmal versteckt. Also, wir haben ein Fußballtor und man soll jetzt wirklich im Drift hier ankommen und mit der Seite, am besten mit dem Hinterrad, ja, das Ding da reinhämmern. Wie viele Schüsse? Fünf. Fünf. Okay. Fünf ist gut. Die Fallhöhe ist natürlich bei dir viel größer, ne? Du bist der Champion. Nein. Und ich bin der Kirmesfahrer, der gestern ganz kurz meine Probefahrt gemacht hat. Ich glaube, wir sind fünf Runden gefahren. Gut. Schon sitze ich in einem Renntrag drin. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Scheiße. Und die Bremse, ja. Ja, das waren die Bremse. Sag mal so, Schulnoten von 1 bis 6, wie habe ich mich angestellt? 4. Aber ich bin schon irgendwann besser und ruhiger gefahren. Absolut, absolut. Aber das also auch 4 plus. Ich bin mir da nicht so sicher. Zweimal treffe ich. Okay, du fängst an. Was da vorne mehr oder weniger anfängt, damit sollst du es treffen, jetzt nicht mit der Vorderachse irgendwie so, go. 5 Anfahrten, ja, nicht 5 Schüsse. Steig jetzt ein und zeig mir, wie das geht. Ich bin sehr gespannt. Upsala. Viel Spaß. Danke. Erster Versuch. Erster Versuch verdaddelt. Er hat den Ball kaputt gemacht. So geht's doch nicht. Den Ball richtig schön weggehämmert, aber halt leider nicht ins Tor. Der ist drin! Der ist nicht drin. Jetzt kommt Versuch Nummer 3. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, guck mal, wie der das macht. Ja,
nicht getroffen und wieder kaputt gemacht. Aber er hat schon einen Qualm gemacht. Das mag ich leiden. Was er jetzt macht, ist sonnenklar. Er überhitzt die Reifen an der Hinterachse, damit es erstens schön aussieht und zweitens, damit er leichter in den Griff zu kriegen ist. Vorbei. Jochen Hahn, Europameister, hat noch keinen Ball versenkt. Jetzt gucken wir uns Versuch Nummer 5 an. Ah, er ist drin! Okay, meiner steht da vorne. Kannst du deinen bitte wegräumen? Aber direkt. Und ich leg dir den Ball hin. Viel Spaß! Ja, 5 Versuche. Den hat er reingemacht. Es wird jetzt wahrscheinlich wesentlich unspektakulärer aussehen gleich, aber ist mir egal. Es geht um Punkte, nicht um Schönheit. Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn immerhin mal getroffen, Mann! Das war so zu bad! Versuch Nummer 2. Wieso geht er nicht rein? Ich habe ihn getroffen, verdammt nochmal! Aber er ist kaputt gegangen! Ich flipp aus! Verdammt nochmal! Der zählt nicht! Shit! Der war unterm Auto! Ey, der wäre genau reingegangen! Ja! Mann! Ich glaube, er hat Blut geleckt. Mit so viel Leistung zu driften, ist einfach wirklich so ultra heftig. Jetzt kommt der dritte. Einer ist kaputt. Chancen stehen gut. Verdammt nochmal! Jetzt war's warm, jetzt war's warm! Einer noch, oder? Einer hast du noch! Das ist einfach nur krank. Es ist so schön, aber ich würde halt gerne jetzt mal einen Ball reinmachen. Ich hab's komplett vergeigt. Das ist so verdammt schwer, das ist wirklich krass. Das da so zu positionieren, wie du das gemacht hast. Das freut mich. Ich bin mega außer Atem, mein T-Shirt hier drunter ist komplett durchgeschwitzt. Es ist einfach nur mit so einem riesengroßen Gerät, solche Sachen zu machen, ist einfach eine Sensation, es macht so viel Bock. Vielen Dank, dass wir das heute machen dürfen, auch wenn du mir gerade eben die erste Packung gegeben hast. Ja, aber ist ja eine kleine. Sind wir ehrlich? Es steht 1-0. Danke. Geil. Nächste Challenge. Wer macht die meiste Anzahl Donuts so rund wie möglich? Ja. In einer Zeitfenster von 30 Sekunden. Du fährst bei mir mit, ich fahr bei dir mit. Wer fängt an? Ich. Ja. Wir waren immer meiner Meinung. Ja, fangen wir an. Wir sind deiner Meinung. Du fängst an. Hol deinen Truck. Ich warte hier. Bin bereit. Soderle! Soderle, Schwäbisch, der Matthias. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Okay, geht los! Mit einer Coolness, einer Gelassenheit und einer Grazie. Danke, Matthias. Geil!
Nehmen wir den da, oder? Den 22er diesmal. Die Steiner. Da steht ein Name drauf. Du bist ja vorne mit der Stoßstange auch noch Millimeter genau an den Pylonen da entlang gefahren, ne? War relativ nah dran. Weil wenn du näher dran bist, schaffst du mehr Runden. Na, oder du machst es schneller weiter aus. Beides ist jetzt noch. Scheiße! Bam! So. Und jetzt wird's richtig ernst, ne? Jetzt fahren wir Hot Lap. Ja, Hot Lap, einfach nur schnelle Runde. Das wird sehr, 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 sehr krass. Leichten Würf kommt er da rausgefegt. Zeit läuft. Hier erreicht er 160, da ist Limiter, Begrenzer, schneller geht er nicht. So ist er einfach übersetzt. Nein, spät gebremst, aber er hat mit dem Gas gespielt. So gut. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er nicht 100% durch die Kurve gekommen ist. Ui, richtig viel durch den Dreck gehämmert. Das kann nicht schnell gewesen sein. Glaube ich zumindest. Das ist schon schnell. 1:06:18. Das ist schon schnell. Das ist scheiße schnell. So, Meister. Wir haben eine Rundenzeit. 1:06:18. Gut. Passt. Müsste reichen. Müsste reichen. Wir haben ein Kupplungspedal und wir haben ein Bremspedal. Das hat sich doch mal gut angehört. So weit weg ist schon. Okay, that's it. Das ist noch meine schnelle Runde. Ohne Quatsch, ich finde wirklich, es war nicht schlecht. Ich glaube, die letzte Runde war die beste. Aber keine Ahnung, was die Zeit wert ist. Ne? Also ich weiß es einfach nicht. Ich habe kein Gefühl, ob das jetzt wirklich richtig scheiße war, auf Deutsch gesagt. Oder ob das vielleicht sogar ganz okay war. Ich habe null Gefühl. Oh, wow, 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 Jochen. Matthias. Also, wenn Jochen Hahn für mich auf die Knie geht, dann muss was Besonderes passiert sein. Willst du es wissen? Weil wenn du auf die Knie gehst, sage ich mal so, das ist dann schon, da muss irgendwas sein. Bei mir war 1:06:0. Oder 1:06:1. 1:06:1, ja. Bei dir ist es 1:07:7. Yes! Yeah. Alter, das ist unglaublich! Respekt! Junge, das ohne Quatsch, das hätte ich niemals erwartet. Nee, perfekt. Ich hab's von außen gesehen. In der dritten Runde hast du vertraut. Und dann hast du angast. Ja. Und das ist eine Mutkurve. Du hast stehen lassen. Sage ich nicht oft, aber die war wirklich gut getroffen. Die war gut. Da war meine ja perfekt. Okay. Ja, natürlich war sie perfekt. 2:1.
2-1, besser kannst du nicht laufen, ganz ehrlich. Ich nehme es mit heim. Aber es ist krass, so abzuliefern mit dem Hexenschuss, das ist nicht mehr normal. Meinen allergrößten Respekt. Das lassen wir so stehen. So schaut's aus. Leute, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Abonniert auf gar keinen Fall diesen Kanal. Ja, danke.